Leute, Apple, das meist umstrittenste Smartphone-Unternehmen, brachte den Nachfolger des iPhone X bzw. das S-Upgrade des iPhone X, nämlich das iPhone XS, heraus. Ich meine, okay, über den Namen brauchen wir uns nicht mehr streiten. Allerdings behauptet Apple, dass es mehr als nur ein S-Upgrade ist. Zuallererst aber ein riesen Dankeschön an notebooksbilliger.de, die mich mit dem Gerät ausgestattet haben und ohne die das Review gar nicht möglich gewesen wäre. Also ein riesen Dankeschön geht an euch raus. Eines muss man Apple lassen, Design können sie. Denn auch hier bekommt man ein tadellos verarbeitetes Smartphone, bei dem man das Gefühl hat, dass alles aus einem Guss besteht. Der Hochglanzrahmen, an dem sich die Lauter-Leise-Wippe sowie der Alert-Slider und Power-Button befindet, unterstützt das hochwertige Gefühl noch mehr und sieht einfach mega schick aus. Auf der Glasrückseite, welche seit dem Vorgänger auch endlich Wireless-Charging unterstützt und IP68 zertifiziert ist, befindet sich das klassische Apple-Logo in Silber sowie das in den Himmel gelobte Dual-Kamerasystem, bei dem ich später ins Detail gehe. Jetzt gibt es aber die Glasrückseite nicht nur in Space Gray, wie ich sie habe, sondern auch in Silber und der neuen Farbe Gold, welche mich, wie schon im Unboxing erwähnt, am meisten anspricht. Allerdings gibt es seit dem iPhone XS so einen kleinen Schönheitsfehler, den viele Apple nicht verzeihen, mich eingeschlossen. Ich meine, was ist denn bitte mit der Symmetrie der Lautsprechergitter passiert? Nur wegen einem Antennenstreifen hat Apple auf der einen Seite weniger Lautsprechergitter als auf der anderen Seite angebracht, was einfach sehr unsymmetrisch und für mich nach einem Rückschritt aussieht. Vor allem wenn man ein Smartphone-Unternehmen hat, was sehr viel Wert auf Ästhetik und Symmetrie legt, darf das meiner Meinung nach einfach nicht passieren. So ein kleiner Fehler kann aber dann schnell in Vergessenheit geraten, wenn man sich dann mal das 5,8 Zoll große OLED Super Retina Display mit einer Auflösung von 2436 x 1125 Pixeln und einer PPI von 463 ansieht. Die gesamte Kalibrierung war einfach ziemlich nah an der Perfektion und kam den Samsung OLED Display sehr nahe, was mir als Fan derer natürlich sehr gut gefällt. Die Farben waren knallig, die Helligkeit mehr als ausreichend, um auch bei Sonnenlicht alles gut zu erkennen, sowie die gute Schärfe und Blickwinkel, welche das Gesamtbild einfach perfekt abschließen. Für mich sieht es also so aus, als ob Apple vom iPhone X auf das iPhone XS nochmal deutlich am Display geschraubt hat, was mich natürlich sehr anspricht und mir natürlich super gut gefällt. Die allseits bekannte Notch darf natürlich auch nicht vergessen werden, indem sich die Infrarotsensoren sowie die Frontkamera befinden, um Face ID nutzen zu können. Jetzt muss ich aber eines noch von meiner Seele reden, denn es geht um die Displayränder. Diese sind nicht so dünn, wie sie manchmal erzählt werden oder wie es auch manchmal rüberkommt. Die Displayränder sind auf jeden Fall vorhanden. Beim iPhone X und iPhone XS hat man einfach nur den Vorteil, dass es nicht irgendwie ein komisches oder hässliches Kinn gibt, sondern dass die Displayränder alle gleichmäßig groß sind. Dennoch sind sie vorhanden und nicht viel kleiner als manch andere. Der verbaute hauseigene A12 Bionic Chip, welcher der schnellste Chip auf dem Markt ist, besitzt 6 Kerne und 4 GB RAM, wodurch das iPhone XS sehr flüssig lief, ohne dass irgendwelche Alltag-Bugs oder dergleichen auftraten. Anfangs dachte ich, dass die 4 GB RAM vielleicht doch die Performance ins Negative beeinflussen würden, allerdings täuschte ich mich. Hier merkt man einfach die Qualität der Apple-Prozessoren, sodass selbst Augmented Reality mit dem iPhone überhaupt kein Problem war. Ebenfalls wird die makellose Performance dank der neuesten Version iOS 12 unterstützt, da sie einfach perfekt optimiert ist. Ich muss echt sagen, dass mir iOS mittlerweile wirklich gut gefällt, auch wenn mir manche Features, die Android bietet, fehlen. Allerdings habe ich den Home-Button nie vermisst, da die Wischgesten, um zum Taskmanager bzw. auf den Home-Bildschirm zu kommen, meiner Meinung nach viel natürlicher sind. Genauso wie das Links- und Rechtswischen des Balkens auf der Unterseite, um zwischen Apps wechseln zu können, war einfach viel schneller und haptischer. Das Einzige, was mir vielleicht noch besser gefallen würde, wenn man das abändert, wäre, dass man diesen Balken, wenn man sich in einer App befindet, nach einer gewissen Zeit ausblendet, weil man somit einfach noch ein gewisses Stück Display für die App nutzen kann und nicht für diesen doofen Balken, den man einfach dauerhaft sieht. Natürlich kommt Face ID auch wieder mit dem iPhone XS, was auch nochmal etwas schneller als im Vergleich zum iPhone X gemacht wurde. Einfach iPhone anheben, darauf schauen und nach oben wischen, ohne lange Wartezeiten, sondern alles in einem Fluss und das selbst im Dunkeln dank der verbauten Infrarotsensoren, die sich in der Notch befinden. Schade ist nur, dass das Gesicht in manchen Winkeln noch nicht so gut erkannt wird, sodass das Gerät sich nicht entsperrt. Das könnte man meiner Meinung nach im nächsten iPhone nochmal verbessern bzw. mit einem Update einfach nachrüsten.
Die Achillesferse bei den iPhones ist aber eigentlich immer der Akku und das ist er diesmal leider auch. Allerdings hat es sich so ein kleines bisschen verbessert. Denn der 2658 mAh Akku brachte mich immer nur ganz knapp durch einen Tag und manchmal war sogar nur so ein Dreiviertel der Tag drin, sodass es immer wieder aufladen hieß. Was mich schon zum nächsten Punkt bringt, der mich sehr ärgert. Zuallererst, wieso eigentlich immer noch einen Lightning-Anschluss? Ich meine, die ganzen MacBook Pros haben mittlerweile nur noch USB-C und USB-C ist auch einfach die Zukunft, weshalb ich einfach hoffe, dass es beim nächsten iPhone einen USB-C-Anschluss gibt. Der zweite und eigentliche Punkt ist aber, der mich stört, dass man für das Smartphone über 1000 Euro bezahlt, was Fast Charging unterstützt, allerdings man keinen Fast Charging Adapter beigelegt bekommt, sondern einfach den ganz alten, schlichten Adapter, den man schon seit zig Jahren kennt. Ich meine, wieso 1000 Euro zahlen, wenn man nicht mal einen Fast Charging Adapter beigelegt bekommt, obwohl das einfach andere Smartphones im Wert von 300 Euro einfach schon beigelegt bekommen haben. Aber genug aufgeregt, kommen wir jetzt mal lieber zu wieder einem erfreulicheren Punkt, nämlich den Kameras. Das Hauptkamera-Dualsystem hat so einen verrückten Sprung nach vorne gemacht, das ist unglaublich. Die Bilder haben jetzt Smart HDR, um in den Fotos mehr Detail und Schatten zu bringen. Außerdem kann man jetzt den Bokeh-Effekt im Porträtmodus steuern und die Unschärfe stärker oder schwächer machen. Natürlich gibt es dieses Feature schon etwas länger bei anderen Smartphones, aber es freut mich, dass es jetzt endlich auch bei den iPhones funktioniert. Aber auch die Lowlight-Performance wurde drastisch verbessert, um rauschfreie Bilder zu erzielen und all das ist mit dem Hauptsensor und 12 Megapixeln sowie der Teleoptik und ebenfalls 12 Megapixeln möglich. Ich muss sagen, dass die Bilder dem Pixel 3 und 3 XL sehr, sehr nahe kommen und meiner Meinung nach das iPhone XS, iPhone XS Max, Pixel 3 und Pixel 3 XL im Moment die besten Kameras auf dem Markt haben. Auch mit der Frontkamera und 7 Megapixeln sind gute und scharfe Ergebnisse möglich, allerdings ist diese nichts großartig Besonderes. Ich habe lange überlegt, wie ich euch mein Gefühl zum iPhone XS mitteilen soll und ich bin einfach zum Entschluss gekommen, dass das iPhone XS einfach kein großer Sprung im Verhältnis zum iPhone X ist und Leute, die das iPhone X besitzen, einfach auch wirklich überhaupt kein Grund besteht, auf das iPhone XS abzugraden, wenn man nicht wirklich extrem viel Wert auf die Kamera legt. Für Leute, die ein iPhone 8 oder iPhone 7 besitzen, ist der Sprung dann doch eher eine Überlegung wert. Und meiner Meinung nach hat mich das iPhone XS auch sehr, sehr beeindruckt, auch wenn es so manche Dinge gibt, die mich noch so ein bisschen stören. Aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob das iPhone XS nicht mein neuer Daily Driver werden könnte. Allerdings stehen davor noch ein paar andere heiße Kandidaten zum Test an. See you! Thank you.